an bestimmten Stellen. Das ist eine Waldbären. Schon 100 Mal vorbeigelaufen, noch nie mitgenommen. So. Hatten wir da nicht Schnaps brauen lernen, oder war das erst im dritten und uns hat jemand Schnaps gebraut hier? Ich glaube, hier wird man das Schnapsbrauen selber lernen, oder? Deswegen die Waldbären und so. Der doofe Raube kräht hier einfach. Ach ja, den Weg hier laufen auch schon gefühlte 100 Mal. Seitdem wir ja Novize sind. Das Novizenleben ist halt ein anstrengendes Laufleben. Ich will nicht so blöden Pottstein, dass ich mich zu dem blöden Kloster zurückporten kann. Dann kann man mal überall hin, ein bisschen aufräumen und dann zurückporten. Und da ist es wieder, das Kloster. Ich sah es auch immer kleiner, wird in unserem Bild größer, deswegen wird's. Hä? Macht ja einfach die Tür zu. Mann. Das hätte er auch selbst wissen können. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich hör auch auf die Tür zu. Hey, du! Ich habe hier die Spruchrollen, die du wolltest. Gut gemacht, junger Freund. Jetzt wird es aber Zeit, dass du dich deinen Studien widmest. Und nimm diese Spruchrolle als Belohnung. Jetzt bestimmt Wolf rufen gegeben oder so, oder? Das liegt doch auf der Hand. Das wird sich nie ändern. Ich will die Prüfung des Feuers ablegen. Was? Das will doch keiner mehr. Ist das wirklich dein Ernst? Wer erzählt denn sowas? Nee, ich bestehe nicht gefragt. Du bist ein außergewöhnlicher Novize. Nun gut. Wenn es dein Ernst ist, dann sprich mit Meister Pyroka. Das hätte er auch selbst wissen können. Tja, andere arbeiten Jahre. Wir sind. Tage da und schon. Da. Ich will die Prüfung des Feuers ablegen. Du weißt? Du willst die Prüfung des Feuers ablegen? Ja, ich berufe mich auf das Gesetz des Feuers, das besagt. Wir kennen das Gesetz des Feuers. Wir sahen auch viele Novizen bei der Prüfung sterben. Diese Entscheidung hast du nicht reiflich überlegt. Doch, das habe ich. Ich will die Prüfung. Und ich werde sie bestehen. Wenn du ausdrücklich darauf bestehst, dann wird der Hohe Rat dich vor die Prüfung stellen. Ich bestehe darauf, dass mir die Prüfung des Feuers gestellt wird. Dann soll es sein. Wenn du bereit bist, wird dir jeder Magier aus dem Hohen Rat eine Prüfung stellen, die du erfüllen musst. Möge Innos sich deiner Seele erbarmen. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. Und nur Innos alleine weiß, ob du sie auch bestehen wirst. Du wirst jene Prüfung ablegen, die auch die erwählten Novizen bestehen müssen. Die Prüfung der Magie. Du weißt ja sicherlich, dass nur einer der Novizen die Prüfung bestehen kann. Verstehe. Wer sind denn meine Konkurrenten? Innos hat in seiner Weisheit 3 Novizen erwählt, die ebenfalls diese Prüfung zu bestehen haben. Argon, Igaraz und Ulf. Sie haben bereits die Suche begonnen. Doch genug davon. Höre die Worte der Prüfung. Folge den Zeichen Innos und bringe uns das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. Diesen Schlüssel wirst du brauchen. Wir haben dem nichts weiter hinzuzufügen. Hä? Alter,
Oh, ein Beutel voller Münzen. Zwei Schlüssel. Das hätte ich dir vorher sagen können. Frage dem Zeichen Innos. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich hätte das nicht gedacht. Hört sich das ist das Gesicht, also, oder? Ich kann das nicht mehr hören. Wird sich das jemals ändern? Genau das habe ich auch gesagt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da ist eins, da ist auch eins. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ach ja. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Nee. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Echt toll. Und selbst ist er nicht darauf gekommen. Wir gucken erst mal, ob wir noch andere Prüfungen kriegen. Hast du tatsächlich die Prüfung des Feuers gefordert? Ja, klar. Und ich habe vor, sie zu bestehen. Gut. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Ich kann dir eine sehr nützliche Spruchrolle geben. Einen Schlafzauber. Interessiert? Das hätte er doch besser wissen müssen. Von mir. Was willst du dafür? Jedem Magier steht bei der Aufnahme ein Wunsch zu. Und wenn du tatsächlich die Prüfung des Feuers bestehst, dann kannst du dich dafür einsetzen, dass ich im Kloster bleiben darf. Er hat auf die falschen Leute. Okay, gib mir die Spruchrolle. Viel Glück während deiner Prüfung. Möge Innos dir beistehen. Von mir erfährt keiner was. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Es sollte ein Zeichen erst sagen. Dass der Gläubige hinter dem Pfad findet. Da kannst du eh nichts dran ändern. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Glaubst du wirklich daran? Das sind doch alles nur Gerüchte. Ja, stimmt nicht hier drin, ne? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Aber... Sie sind schon auf dem Weg. Wir haben eine Schlafrolle gegeben. Wie soll die mir helfen? Hey! Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja, ja. Tja. Bis jetzt habe ich kein Zeichen bei der Xen. Hey.
Ah, ein Hinweis, ein Rätsel. Es ist geschehen. Innos hat mich erwählt. Und ich nehme teil an der Prüfung der Magie. Ich bin mit von der Partie. Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Du hast was getan? Also entweder bist du ein Liebling von Innos oder völlig verrückt. Ich habe schon eine Menge verrückter Sachen gemacht. Dann werde ich das wohl auch schaffen. Innos hält seine Hand über mich. Deshalb werde ich diese Prüfung bestehen. Hast du Argon oder Ulf gesehen? Wir haben uns an der Herberge getrennt. Ich bin zu den Bauernhöfen gegangen und die beiden sind zusammen losgezogen. Aber wohin, weiß ich nicht. Und? Schon was herausgefunden? Da du es sowieso nicht schaffen wirst, kann ich es dir auch sagen. Spare dir deine Suche bei den Bauernhöfen. Dort gibt es nichts, was dich weiterbringt. Hab ich mir schon gedacht. Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Vergiss es. Diese Mission werde ich alleine schaffen. Du wärst mir nur ein Klotz am Bein. Na gut. Ich hoffe, hier sind nicht allzu starke Viecher irgendwo. Speichern wir jetzt auch öfter, bevor wir weiterlaufen. Keine Lust da nur so weit zu laufen. Wölfe! Ach, ich wollte doch das Fleisch braten. Nein. So ein Schrein könnte man schon als Zeichen deuten. Hier, Drecksviecher. Sprechen wir vielleicht nochmal.